So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist, und dieser Name wird nämlich von Dauer sein. Ich werde mich bald umbenennen in spirituelle Anarchistin. Ja, weil ich mir wandle. Ich wollte schon längst mal ein Video machen über meine Verwandlung vom Bartmann, vom bärtigen Mann, wie ihr sonst von früher mal kennt, zur Muskeltranse, zur Muskelamazone. Ja. Und dazu möchte ich einiges erklären, aber zuerst mache ich noch meinen Satz fertig, weil ich habe heute wieder Kraftsport gemacht. Und jetzt kommt noch der Trizeps dran, dazu lege ich jetzt bloß mal schnell mein Mikro ab. So. Und jetzt kommt noch die letzte Trizepsübung. Und dann lass es gut sein. Also ich nehme die Handel, als würde ich den Langhandelstamm stemmen, Und dann los. 1, 2, 3, 4, nicht ganz durchdrücken, 6, leck mich am Arsch. Ja, das war jetzt mein letzter Satz. So, jetzt geht's noch auf den Home Trainer und mache mein übliches Cooldown. Ja. Also ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. So. So, Arme ausschütteln, nie vergessen. Immer ganz wichtig, die Arme auszuschütteln. So, heute habe ich den Bauch gemacht und jetzt den Trizeps, also nur so Regel, Bauch, Trizeps, Rücken und Bizeps, so, wenn man den wechseln. So, ich trinke noch mal einen Schluck, ein bisschen verschnaufen. Also heute kam meine Wimpertusche, habe ich ganz günstig bei eBay bestellt. Ich gebe bei meinem eBay ein, niedrigster Preis, niedrigster Versand. Und wie gesagt, heute habe ich sie aufgelegt, die Wimpertusche, schon ein bisschen was drauf gemacht, vielleicht sieht man es, Lippenstift halt auch schon. Ja, und wie kam es dazu? Ich habe schon mal ein Video gemacht über das, ich bin eine Transe, na und, wo ich schon ein bisschen was erklärt habe. Ja, wie kam es dazu? Ihr wisst ja, ich war immer sehr männlich, maskulin, auch vom Aussehen her. Und habe auch mal ein Vollbart tragen. Ja, ich war immer bärtig. Und war dann so, dass mir der Bart aber auch immer oft auch Probleme bereitet hat. Ja, dass er also entzündete, dass ich mir die Haut entzündet habe und so genesselt hat, der Bart. Ist auch so, dass mein Bart auch nicht mehr so schön ist, weil jetzt auch graue Haare kommen. Kurzum, habe ich mir mal den Bart abgemacht und dann war es so, dass ich dann wirklich Spiegel geschaut habe und dachte, wow, ich sehe eigentlich ganz gut aus. Als Frau, die eigentlich super aussehen. Und so kam bei mir die Idee, ja. Ich habe ja auch ein bisschen Hand zum anderen Geschlecht. Ich bin ja bisexuell, homosexuell, ja. Und so kam bei mir langsam die Idee auf. Und dann habe ich mich
habe ich angefangen, weibliche Kleidung mir zu kaufen. Ein paar Sachen habe ich noch von meiner Mutter gehabt, das hat mir dann auch gepasst. Und ja, also das habe ich nicht weggeschmissen, weil meine Mutter ist ja dann gestorben und habe dann noch die Kleidung dann aufgehoben, weil dann war ich dann schon auf dem Trip. Auf jeden Fall habe ich das immer mehr ausprobiert und habe gedacht, wow, super, gefällt mir. Ja, und so kam das dann immer mehr, ja, dass ich mir immer weiblicher gekleidet habe und dachte, ja, das sieht eigentlich sexy aus und viel mehr als sexy. Aber andererseits sind aber auch Muskeln vom männlichen her auch sexy und ich finde, es kombiniert ganz gut Muskulatur und Weiblichkeit. Deswegen, wenn mir gefragt worden ist, ob ich mal eine Hormonbehandlung machen möchte, dann sage ich, nee, also Testosteron muss auf jeden Fall beibehalten bleiben, weil ich möchte meine Muskeln haben. Ja, ich bin jetzt gerade richtig voll, kann ich mit Bodybuilding beschäftigt, Kraftaufbau. Ja, trotz Hitze, ihr seht es ja, aber ich lasse mich von nichts abbringen. Ja, man findet ja sonst immer eine Ausrede. Also habe ich hier diszipliniert heute trainiert, wieder mal. Ja, Haare habe ich mir abgemacht, oder beziehungsweise bin gerade dabei mit dem Epilierer und habe dann noch so einen Laser, so ein zwar kein guter Laser, aber entfernt so vorab war die Haare und dann gehe ich mit dem Epilierer noch mal drüber, weil ich will alle Haare abhaben, ja. Und als letztes Quäntchen, als letztes Feld werde ich auch die Gesichtshaare. Da lasse ich mir aber noch Zeit, das kommt dann auch irgendwann. Ich will auch kein Bart mehr haben, das will ich nicht mehr, gefällt mir nicht mehr. Ja, früher habe ich immer gern Bärte getragen, das ist jetzt so, dass ich das missioniere. Also ich sehe immer noch gern, wenn jemand einen Bart hat. Nur bei mir und auch bei meinem zukünftigen Partner möchte ich keinen Bart haben. Weil dann beim Küssen Barthaare, das ist dann schon unangenehm, finde ich unsexy, ja. Also von dem her kommt für mich Bart auch nicht mehr in Frage. Also wie gesagt, ich habe das ausgelebt mit dem Bart und erlebt und durcherlebt. War auf Mittelaltermarkt mit Bart und habe Fotos gemacht und ich will es nicht mehr. Jetzt will ich es halt nicht mehr. Ja, taugt mir nicht mehr, kann man sagen. Ja, und wenn jetzt erstmal die ganzen anderen Körperbehaarungen weg sind, also von Brust, Beine, ja, das will ich noch wegkriegen, ja, dann kommt noch, werde ich die Gesichtsbehaarung auch noch in Angriff nehmen. Heute habe ich jetzt ganz normal rasiert. Ja, also gefällt mir. Ich laufe im Rock rum, ja, aber bisher muss ich sagen, hat mir keiner mehr angesprochen. Also es scheint nicht mehr zu interessieren, irgendwie die Leute. Also einmal bin ich angesprochen worden, ja. Negative Kommentare gab es noch nie, muss ich sagen, ja. Also, interessiert es gar keinen. Ich laufe mit Rock rum, warum soll ein Mann nicht auch einen Rock tragen können? Ja, also das ist auch sowas, was ich missioniere. Meine Schotten haben ja auch einen Rock und so, ja. Rock ist sehr praktisch, ja. Kommt immer Luft unten hin. Man kann auch, wenn man Toilette geht, einmal den Rock hochlupfen. Ist also wunderbar. Röcke sind wirklich eine praktische Sache. Ich habe einen Rock, da habe ich nur Taschen, da habe ich Seitentaschen, da habe ich Hintentaschen, ja. Und Beinfreiheit, ja, und was will man mehr, ja. Also Röcke sind eigentlich eine tolle Sache, ist ein angenehmes Gefühl, einen Rock zu tragen. Das will ich eigentlich schon missionieren. Also Leute, probiert mal Röcke aus. Also schön, Röcke sind was schön aus und sind praktisch. Also ja, das wollte ich nochmal erzählen. Also das ist jetzt meine Verwandlung. Das bezeichne mich jetzt einfach als Trans. So, das ist so der Überbegriff. Ja, oder Transvestit könnte man auch sagen. Und bin in einer Verwandlung, die entweder dazu führt, ja, dass ich sage, okay, macht mal Spaß, Frauenkleidung zu tragen oder wie eine Frau auszusehen. Oder es führt dann zum endgültigen Cut, das heißt also geschlechtsangleichende OP. Könnte sein, aber das ist nur Zukunftsmusik, weil ich auch gar nicht das Geld dafür habe. Und ansonsten müsste das, wenn ich sage mal, ich will das kostenlos machen, müsste den Psychologen da überzeugen, klar, denken, dass ich unmöglich da unter Leid als Mann und dass ich die OP unbedingt brauche für meine Psyche. Und das ist schwierig. Möchte ich aber nicht diese Prozedur. Also muss nicht sein. Da warte ich einfach mal. Vielleicht bin ich mal im Lotto oder komme irgendwie zu Geld. Bestimmt wird das auch sein. Ja, irgendwann hat man immer mal Dusel. Und dann werde ich wohl wahrscheinlich diese OP machen. Aber da lasse ich mir Zeit, mein Gott. Muss man nichts überstürzen. Ja. Also, ja, das wollte ich nochmal erzählen. Also,
Ich laufe auch noch mit Männerklamotten auch noch rum. Ich habe ja noch fast 90% noch Herrenkleidung. Die schmeiße ich deswegen nicht weg. Aber Tendenz vor allem, dass immer, wenn was kaputt geht, das war schon mein Schuh kaputt, habe ich Damenturnschuhe gekauft. Ja, zum Beispiel. Also ich werde immer mehr weibliche Kleidung mir zulegen. Ja, immer mehr Frauenkleidung. Ja. Und ja, gefällt mir einfach. Ihr seht ja auch das Weib, das Hemd, was ich hier habe, ist weiblich. Das ist ein Frauenhemd, habe ich ein Frauenhemd gekauft. Ja. Sieht man jetzt auch, mein Gott, sieht man jetzt nicht so an. Also das ist jetzt nicht so. Ich will ja auch nicht provozieren oder ich will das auch nicht übertrieben vorantreiben. Ja. Wie gesagt, ja, ich möchte auch nicht auf, also nicht mit aller Gewalt auffallen oder so. Mir geht es nur darum, dass ich mich einfach meiner Haut wohlfühle. Ja. Und dass wenn ich in den Spiegel schaue und dass ich mir denke, boah, siehst du hübsch aus, boah, siehst du geil aus. Ich denke manchmal stehe ich vor dem Spiegel und könnte mich in mich selber verlieben. Und das ist ja nicht schlecht, ja. Selbstliebe, ja, ist immer was Gutes, ja. Also Selbstliebe, natürlich nicht, dass man arrogant ist, dass man sagt, du bist der Beste und andere sind schlecht. Nee, aber so eine gewisse Selbstliebe ist immer gut, ja. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, also auch wie dich selbst, ja. Liebe sowieso, Liebe. Wir sind alle Licht und Liebe und wir kommen aus der Liebe. Ja, das wollen wir noch erzählen. Astralreisen nochmal an alle. Bei der Hitze ist es schwierig, sich zu konzentrieren. Also wenn ich Astralreise mache, erfolgreich durchführe, brauche ich volle Konzentration. Schaffe ich jetzt nicht bei der Hitze, muss ich ehrlich sagen. Weil ich kann mich da nicht konzentrieren. Es ist einfach zu heiß und sind auch momentan noch viele Themen. Aber es kommt. Es wird dann im Herbst, wenn es jetzt dann wieder kühler wird im Herbst, werde ich viel Zeit finden, ja, um mich genau auf das Thema konzentrieren und dann kommen da wieder Videos über Astralreisen. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert hier unten meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.